Okay. Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Ruten verkauft werden. Oh Gott, die armen Fleckmons. Azalea City. Hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie. Jo. Und ich glaube, hier kann man schon Schutz kaufen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Aber manchmal sind Kurzbälle besser. Ja, da kommen wir auch noch gleich dazu. Hier gibt es keine Superbälle. Ich werde mit Pokébällen auskommen müssen. Ich wünsche Kurt würde mir einen seiner Bälle machen. Ja, Kurt ist auch hier eine wichtige Person. So, erstmal ein paar Sachen verkaufen. Ja, die ganzen X-Sachen brauche ich gar nicht, ey. Hier. Zweimal. Jo. Einmal das. Und X-Angriff brauche ich auch nicht. Das andere behalte ich noch. Ach ja, nee, ich wollte ja mal kurz gucken, ob man Schutz kaufen kann. Holzkohle. Versteckt Feuerattacken. Ja, aber für 9800, ja, übertreib halt. Jo, Schutz kann man hier kaufen. Gut, dann kaufe ich erstmal 5 für den Anfang. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt ab der zweiten Generation eigentlich auch die Items ordnen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Schade. Bei irgendeiner Generation kann man die, glaube ich, ordnen. Aber naja. Macht nichts. So, erstmal meine Pokémon heilen. Ja. Ist auch sehr wichtig. Beherrschen deine Pokémon VM-Attacken. Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn dein Pokémon besiegt worden ist. Das wissen wir auch. Auf Bills PC können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Und jetzt habe ich ihn doppelt angesprochen, das wollte ich nicht. Ja, erstmal heilen. Danke, Schwester. Ja, so groß ist Azalea City jetzt auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt gleich schön gemütlich mein Team trainieren. Weißt du über Aprikokos Bescheid? Brich eine auf, höhle sie aus und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Vor der Erfindung von Pokébällen hat jeder Aprikokos verwendet. Ja, dazu kommen wir auch noch. Kurts Haus. Yo. Geh durch Azalea City und du landest im Steineichenwald. So. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Jo. Und hier bekommen wir eine Aprikoko Weiß. Jo. Wozu die gut sind, das werden wir auch noch erfahren. Die Fleckmons sind verschwunden. Wurden sie von bösen Leuten gestohlen? Ja, von Team Rocket. Hm? Wer bist du? René, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Ja, sehr gut sogar. Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Boden und schneiden die Ruten von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Aua, die armen Fleckmons. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmons. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Wow. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wirklich alt ist. Aber ich glaube schon. Ja. Da ist zwar die Arena, aber ein Team Rocket-Mitglied steht davor. Hast du schon mal eine Fleckmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Nee. Du bist sicher froh,
dass ich dir das gesagt habe? Nicht wirklich. Bist du langsam. Bist du gekommen, um Kirch zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Naja, er hat zurzeit was anderes vor. Porenta! Wo sind nur all die Fleckmuts hin? Sind sie irgendwo zum Spielen hingegangen? Nee, nicht wirklich. Alle Fleckmuts sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser, wir bleiben zu Hause. Und wir bekommen direkt einen Anruf. René, guten Morgen. Ich bin's, Tom. Wie geht es dir? Ein Freund hat mir Folgendes erzählt. Er sah eine Menge Dummiesels in Dunkelhöhle. René, das solltest du dir ansehen. Ja, später. Später. Also spätestens, wenn ich alle 8 Ohren habe und bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Bis dahin werde ich alle VMs in dem gesamten Spiel wohl haben und dann werde ich euch noch die einzelnen Höhlen auch noch euch zeigen. Das habe ich mir auch vorgenommen. So. Ne, Topsy muss ich ja auch noch gleich trainieren. Gut. Okay, gut. Na, den Brunnen werde ich euch noch zeigen und bevor ich die Arena mache, wie immer, trainiere ich dann noch mein Team. Bis Level 17. Jo. Hallo, René. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Oh. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ah. Mir ist nicht zu helfen. René, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Jo, alles klar. Und das ist die typische Team Rocket Musik, die man jetzt gleich im Kampf hören kann. Was auch neu dazugekommen ist und die finde ich auch eigentlich sehr geil. Mist, ich stand da oben Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ah, dann ist das sehr, okay. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Ja, klar. Und so hört sich die Team Rocket Musik an. Yay. Geil. Yay, ein Radfratz. Oh, Level 9. Obwohl, das geht noch. Für Stalos ist es kein Problem. Gut, dass die Attacke viel schlug. Wow, ein KP hat's wieder abgezogen. Wow. Gut, das war ein Volltreffer. Sehr gut, Stalos. Okay, und jetzt kommt noch ein Radfratz. Wer hätt's gedacht? Ja, normal Tackle. Ruckzucki. Zieht auch nur ein KP ab. Ha. Ja, ich sag ja, Stalos hat wie Onix eine verdammt gute Verteidigung. Nein! Warum ging die Attacke jetzt daneben? Warum tust du mir das an? Okay, Lebensschelle. Oh, die Musik ist geil. Tja, jetzt bist du besiegt. Ah, heute ist nicht mein Tag. In der Tat. Ja, es gibt auch weibliche Team Rocket-Mitglieder, wie man hier sehen kann. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihre Routen abzutrennen. Ja, versuche uns alle zu besiegen. Kein Problem. Jo, jetzt gibt's auch weibliche Mitglieder. Yay! Schade, wenn jetzt Charlos jetzt zumindest Steinwurf erlernt. Jetzt schon erlernt hätte. Dann hätte ich auch gute Möglichkeiten. Weil Zubat ja ein Giftflug-Pokémon ist. Vom Typ her. Okay, also Käferattacken
sind nicht effektiv. Gut. Ja, komm. Super. Tu nicht so, als ob du so mega gefährlich wärst. Danke. Kurz vorm Level Up. Oh, ein Rettern. Okay. Benutze ich jetzt mal eine Lebensschelle. Yay! Toll. Ja, ist effektiv. Wow. Ungefähr die Hälfte jetzt. Sehr schön. Gut, dass die Attacke jetzt daneben ging. Wahrscheinlich durch Lehmschelle jetzt. Und Stalos hat auch Level 13 erreicht. Sehr gut. Du vorlautes Balk. Oh. Ist da jemand verärgert? Das tut mir aber nicht leid. So, da ist ein Item. Und da sind die ganzen Fleckmons. Ein Supertank. Sehr gut. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihre Routen abzuteilen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Ist er sowieso im späteren Verlauf, wenn ich euch alle besiegt habe. Radfratz. Gott, Level 7. Sternschauer! Aber dass man Sternschauer jetzt in dieser Generation so früh bekommt, ist ja der pure Wahnsinn. In der ersten Generation hat das verdammt lang gedauert, ey. Naja. Und auch Level 13 erreicht. Sehr gut. Zubat, auch nö. Setz bloß keinen Superschall ein, ey. Sonst tick ich aus, ey. Windschuss! Jo. Okay, Blutsauger zieht sowieso nicht viel ab. Sowieso nicht so effektiv. Sternschauer! Yay! Und noch ein Zubat. Okay. Diesmal setze ich erstmal Sternschauer ein. Ho! Okay, war ein Volltreffer deswegen. So, ein Rübel noch und dann ist der Brunnen gesichert. Du bist zu stark. Jo. Ein Fleckmon mit abgetrennter Route. Huh? Es trägt einen Brief. Brief lesen? Ja. René liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmon. Danke, Papa. Oh. Trägt es auch einen Brief? Nee. Ja, man kann hier auch später weiter die Höhle erforschen, aber dafür brauchen wir auch erstmal Stärke. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Und das ist jetzt der stärkste Rüpel. Weil ein Smogon Level 14, glaube ich, hat, ne? Ja. Ja. Windstoß. Mein etwas würdiger Gegner. Oh ja. Ha, hat keine Wirkung. Sehr gut. Sternschauer! Oh Gott. Und wetten, Topsy wird jetzt vergiftet. So viel Pech, wie ich jetzt hab. Nee? Okay. Oh, ich habe einmal Glück. Kommt jetzt auch mal vor. Ja, mir wär's lieber, wenn du nur Tackle einsetzt. Auch wenn es ein bisschen viel abzieht. Ja komm, nochmal Sternschauer. Komm, sei besiegt. Nein. Ernsthaft? Okay, Windstoß. Jetzt aber. Und Level 14. Wow, 342 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, der Specht. Wow, da schon bald wieder ein Level ab. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns.
Yeah! Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Warum sagt er yeah? Okay, keine Ahnung. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Ja, das ist nicht das letzte Mal, dass wir Team Rocket sehen. Wir sehen sie noch ein paar Mal. Weiter so, René. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Hi, René. Du hast dich am Boden wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Ein Köderball. Yo. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Ja, eine habe ich. Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Nämlich die weiße. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Entschuldigung. Komm später wieder. Ja, also er braucht einen ganzen Tag dafür. Und dann können wir bei ihm verschiedene Pokébälle holen. Und die sind auch ganz besonders. Bei ihm. Jo. So, ich halte nochmal mein Team nochmal. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, werde ich jetzt noch... Ja, ein paar Pokémon muss ich jetzt noch einfangen. Zum Beispiel noch ein Voltilam. Aber sonst habe ich ja alle bekommen, oder? Ich überlege gerade. Ah nee, das Sandan muss ich ja noch erschienen, genau. Okay, dann sehen wir uns gleich hier vor der Arena. Bis gleich, tschüss!